Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine knusprigen Bratkartoffeln aus gekochten Kartoffeln vorstellen. Das Rezept kommt ganz ohne Salz aus und man kann prima die Kartoffeln vom Vortag benutzen. Schaut es euch an, ich hoffe, es gefällt euch. Die Zutaten sind wirklich übersichtlich, die wir brauchen. Wir brauchen hier Kartoffeln mit Schale gekocht, möglichst vom Vortag abgekühlt, Bacon, eine Gemüsezwiebel, Butterschmalz, Petersilie und Schnittlauch. Und das war's auch schon. Dann können wir auch schon loslegen. Ja, zunächst pelle ich die Gemüsezwiebel und dann schneide ich die in gar nicht so kleine Stücke, die soll man ruhig hinterher noch sehen. Also ihr müsst euch da nicht so eine Riesenmühe machen. Es reicht völlig, wenn ihr Stücke so in dieser Größe, wie ich es jetzt hier mache, schneidet. Dann haben wir hinterher noch so ein bisschen was im Mund und das reicht völlig. Als nächstes schneide ich den Schnittlauch in kleine Röllchen. Mehr müssen wir auch nicht machen, den brauchen wir nachher zum Garnieren und für die Optik. Und wenn ich den Schnittlauch geschnitten habe, dann schneide ich auch noch die Petersilie klein, die wir auch noch brauchen. Ja, und als vorletzte Vorbereitungshandlung hier schneide ich den Bacon erst in Streifen, dann in Würfel. Ich habe ganz bewusst Bacon genommen und keinen Schinken, weil ich finde, dass Schinken immer zu salzig wird. Bacon hat, finde ich, genau die richtige Menge an Salz. Also ich nehme Bacon, aber ihr könnt auch gerne Schinkenwürfel nehmen, fertig. Ja, und dann müssen wir nur noch unsere Kartoffeln vom Vortag hier pellen. Und wenn wir alle Kartoffeln gepellt haben, dann schneiden wir unsere Kartoffeln in Scheiben, nicht zu dünn. Ich weiß nicht, was ist, 1-2 cm hier. Na, ihr seht hier die Stärke. Also nicht so ganz dünn, damit sie nicht zerbrechen in der Pfanne. Das ist so meine Stärke. Und das machen wir jetzt mit allen Kartoffeln. Und wenn die kalt sind, geht das auch viel besser, als wenn die noch warm sind. Ja, so sieht das aus hier. Und als nächstes brate ich jetzt zunächst mal den Bacon an und lasse das Fett aus. Der soll jetzt richtig schön kross werden. Dann brauchen wir auch für die Zwiebeln gleich kein weiteres Fett mehr. Das dauert vielleicht 10 Minuten. Mittlere Hitze nicht so ganz hoch. Mal 3/4 über den Daumen. Und wenn der Bacon langsam beginnt kross zu werden und sein Fett rauslässt, dann gebe ich die Zwiebeln dazu. Und die Zwiebeln brate ich jetzt so lange mit, bis die beginnen glasig zu werden, bis sie langsam weich werden. Na, das sieht dann ungefähr so aus, die werden dann so immer durchsichtiger. Und wenn die Zwiebeln durch sind, dann fülle ich die erstmal aus und stelle die beiseite. Die geben wir später wieder dazu. Pfanne einmal sauber machen. Und dann gebe ich Butterschmalz in die Pfanne. Ihr könnt auch Butter nehmen, aber Butterschmalz lässt sich höher erhitzen. Also ich finde Butterschmalz immer besser. Richtig schön heiß und dann legt ihr eure Kartoffeln möglichst die Scheiben in einer Lage in die Pfanne, nicht übereinander, denn so kriegt ihr sie auch wirklich kross. Und Bratkartoffeln sind eine Frage der Geduld, da braucht man so ein bisschen Ruhe für. Und dann lasst ihr sie wirklich so lange auf der einen Seite, bis sie anfangen braun zu werden auf der anderen Seite, bis sie so ein bisschen kross werden schon. Ihr seht das hier, im Zweifel müsst ihr zwei Durchgänge machen, wenn eure Pfanne nicht heiß genug oder nicht groß genug ist. Und wenn ihr das geschafft habt, dann nochmal alles in die Pfanne und jetzt wieder Geduld. Im Zweifel noch ein bisschen Butterschmalz dazugeben, wenn die Kartoffeln zu trocken werden. Und schön warten, Geduld, 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 das dauert. Bratkartoffeln sind eine Frage der Geduld. Ja, also schön warten, bis die alle richtig kross geworden sind. Und dann gebe ich erst meine Zwiebeln und meinen Bacon zurück. Und jetzt muss es schnell gehen, das darf jetzt nicht zu lange in der Pfanne bleiben, denn Zwiebeln und Bacon machen sonst eure krossen Kartoffeln wieder matschig. Also jetzt wirklich kurz vorm Servieren, das muss jetzt zügig gehen. Bacon und Zwiebeln dazu, alles gut untermischen nochmal. Es wird jetzt nur nochmal erhitzt. Mehr muss man nicht machen, das ist ja fertig. Und als letzten Schritt geben wir jetzt hier unser Schnittlauch drüber und die Petersilie. Und dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Auch ohne Salz, richtig schön kross, richtig knusprig, so ein bisschen nach Zwiebel und Bacon. Also ich denke, meine knusprigen Bratkartoffeln aus gekochten Kartoffeln haben wunderbar funktioniert. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.